Zugeschaltet ist nämlich Professor Klaus-Dieter Zastrow. Er ist Infektiologe und Facharzt für Hygiene. Schönen guten Tag, Herr Zastrow. Schönen guten Tag. Wir wollen natürlich auch Ihre Meinung zum FFP-Maskenthema hören. Sind die tatsächlich so viel besser, dass man das dann auch in den Zahlen spüren würde, wenn man es bundesweit einführt, die Pflicht? Nein, das sind sie nicht. Das ist eine Fehlinformation. Und wie seit Beginn der Pandemie hat hier überhaupt keine Ahnung, wie solche Masken funktionieren. Und es wird immer wieder irgendwas Abenteuerliches erzählt. Das schützt den und den nicht. Also die FFP2-Maske ist sicherlich das, was wir im Moment als äußerst nützlich empfinden. Aber der chirurgische Mund-Nasen-Schutz ist genauso gut. Nur die FFP2-Maske, und deswegen bin ich auch durchaus dafür, dass man sie trägt, die kann man eigentlich kaum falsch tragen. Man kann die Maske nicht so runterziehen, dass sie unter der Nase hängt. Man kann, denn wenn das passiert, dann ist Ihnen die Spitze im Nasenloch, das ist auch unangenehm. Oder Sie können sie auch nicht so hochziehen, dass der Mund frei ist, dann sehen Sie nämlich nichts mehr, dann haben Sie die Maske vor beiden Augen. Also von der Seite her, von der Konstruktion, ist die FFP2-Maske schon sehr gut, denn man kann einfach nicht schummeln oder nur schlecht schummeln. Aber der chirurgische Mund-Nasen-Schutz, der nur ungefähr ein Zehntel kostet gegenüber der FFP2-Maske, der ist absolut genauso gut und schützt auch den Träger und auch die andere Seite. Also die Schutzwirkung unterscheidet sich ungefähr um vielleicht 2%. Also wir reden von 96% Schutzwirkung oder Abscheidegrad und bei den FFP2-Masken von 98%. Aber entscheidend ist natürlich, und das habe ich ja von Anfang an gesagt, als die Politik noch gesagt hat, die Maske ist völlig überflüssig und sinnlos sogar und sogar noch gefährlich, auch das wurde damals gesagt, wir fangen die Tröpfchen damit ab und können damit die Weiterverbreitung von Coronaviren verhindern. Und das ist der alles entscheidende Punkt. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, wäre also auch eine Verpflichtung zum Tragen von OP-Masken absolut ausreichend, sozusagen, um die Infektion runterzubringen. Und die wäre ja natürlich dann auch, das wäre zumindest die günstigere Variante. Auf jeden Fall. Das ist, wäre eine genauso sinnvolle Empfehlung. Und ob da jetzt ein Abscheidegrad ist von 96% oder 97%, ist völlig unerheblich. Denn das macht in Übertragungszahlen, über Ansteckungszahlen eigentlich nichts aus. Denn die Tests, die sich auf die 96%, 98% Abscheidegrad beziehen, beziehen sich auf Partikel. Wir reden hier aber immer von Tröpfchen. Und die Tröpfchen, auch in Aerosolform, bleiben immer im Vlies hängen und schießen nicht an der Seite heraus. Dazu muss man natürlich auch noch eins sagen. Die wirkungsvollste Maßnahme überhaupt, die die Bevölkerung machen kann, ist, dass sie sich die Mundhöhle regelmäßig desinfiziert, alle 3 Tage. Denn da, wo keine Viren sind, und das macht das Desinfektionsmittel tötet die Viren ab, da, wo keine ansteckungsfähigen Viren sind, da kann man auch nichts übertragen. Die Politik konnte sich bisher noch nicht dazu durchringen, ganz klar zu sagen, Leute, desinfiziert euch die Mundhöhle, dann sind die Viren abgetötet und es besteht keine Ansteckungsgefahr mehr. Dazu durchringen wird sie sich aber wohl, neuerliche Lockdown-Verschärfungen zu beschließen. Morgen nächtliche Ausgangssperren zum Beispiel. Macht das Sinn aus Ihrer Sicht? Also aus meiner Sicht macht das keinen Sinn. Ich sehe keine großen Bewegungen und dass sich Menschenmassen nachts treffen, es sei denn, die wollen eine Nachtdemonstration machen. Also das halte ich wirklich ja eigentlich nicht für erforderlich. Es kommt ja auch noch dazu, dass wir jetzt interessanterweise sehen, dass die Zahlen, die jedenfalls von gestern auf heute, massiv abgestürzt sind. Wir sind so ungefähr bei 7.000, 8.000 Neuerkrankungen. Das ist äußerst erfreulich. Und das kann
eigentlich auch mit dem Wochenende kaum was zu tun haben, also jedenfalls nicht in dieser Dimension. Sonst hatten wir ungefähr, mit 20-25% zu tun, die dann nachgemeldet wurden. Jetzt sind es aber dann, wenn das hier jetzt wieder so wäre, dann wären wir tatsächlich bei 12.000-13.000, das werden wir morgen übermorgen sehen. Also die Zahlen begründen das nicht. Und man sollte eben schon darauf achten, dass man immer gut begründete Maßnahmen trifft. Aber wenn wir jetzt genau in dem Zusammenhang sagen, jetzt verschärfen wir noch mehr und jetzt muss man auch nachts noch zu Hause bleiben und kann nicht mit dem Hund rausgehen, ich glaube, das wird nicht auf viel Gegenliebe bei der Bevölkerung stoßen. Sagt Klaus-Dieter Zastrow. Ich danke Ihnen sehr für dieses Interview. Gerne.